Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Hochwasser, reißende Fluten, plötzlich brechende Dämme, unfassbar viel Tote, tragische Schicksale geschehen über Nacht. In meinen schlimmsten Albträumen hätte ich mir nicht vorstellen können, mit welcher Wucht die Flut über Deutschland und mehrere unserer Nachbarländer hereinbrechen würde. Allen Opfern und Hinterbliebenen dieser Naturkatastrophe möchte ich mein tief empfundenes Mitgefühl ausdrücken. Den Verletzten wünsche ich baldige und vollständige Genesung und danke allen Rettungskräften für ihren selbstlosen Einsatz. Wir alle spüren in diesen Tagen, dass diese Katastrophe so gewaltig ist, dass sie auch uns, die wir nicht am eigenen Leib das miterleben mussten, sehr nahe geht. Es ist bedrückend festzustellen, dass Extremwetterereignisse in Deutschland mittlerweile hunderte Tote, Verletzte und Vermisste fordern. Und das in diesem hochindustrialisierten Land mit seinem ausgeklügelten Zivilschutz. Machen wir uns nichts vor. Der Versuch, uns den Klimawandel bloß anzupassen, ist gescheitert. Wir müssen aus Schaden klug werden und konkret etwas tun. Am allerwichtigsten ist mir, dass wir den Hochwassergeschädigten in einen nationalen Kraftakt schnell und unbürokratisch helfen, damit sie die gröbsten Schäden sofort beheben können. Wir Freien Wähler wollen den Hochwasserschutz vorantreiben und deshalb auch weitere Forderungen des Umweltministers umgesetzt wissen. Den Hochwasserschutz größtmögliche Aufmerksamkeit geben, die Katastrophenereignisse der vergangenen Tage genau analysieren und für Bayern die nötigen Schlussfolgerungen ziehen. Dazu gehört leider auch eine unbequeme Wahrheit. Wir müssen noch schneller raus aus Kohle, Öl, Erdgas, um die Klimaziele zu schaffen. Wir können dies unterstützen, indem wir mehr Energie sparen, etwa bei der Gebäudesanierung. Lasst uns die Photovoltaik weiter stärken und auch die Windkraft muss im Freistaat mehr Potenzial entfalten dürfen, aus möglichst vielen erneuerbaren Energien. Das alles wird nötig sein, wenn wir verhindern wollen, dass uns das Klima davon galoppiert, uns regelrecht überrollt. Und ja, es wird viel Geld kosten. Doch wenn wir nicht rasch handeln, werden die Folgen der Erderwärmung noch mehr fordern. Die Gesundheit und das Leben unserer Kinder und Kindeskinder. Das dürfen wir nicht zulassen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.